Moin, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe da ein kleines Problem vielleicht. Gibt es ja den einen oder anderen, der gerne hilft, behilflich ist oder der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Wie zum Beispiel irgendwie ein Influencer oder so, der ein bisschen mehr Kohle hat und sich vielleicht denkt, komm, ich kaufe ihm das günstig ab. Dann hat er zwar ein bisschen Verlust, aber ich kann meine Community dann glücklich machen. Geht um Folgendes. Ich habe nämlich 5 Karten, also Tickets mit, also inklusive Ticketversicherung für Regina Halmich gegen Stefan Raab am 14. September in Düsseldorf ist es, glaube ich, ab 19 Uhr. Und 2 Karten waren für mich und meiner Süßen. Wir haben ja vor, jetzt zu heiraten. Meine Community weiß es jetzt ja, wie, wo, warum und so weiter. Aber diese Kohle von den Karten, die bräuchte ich jetzt quasi für die Hochzeit, weil eigentlich wollten wir dahin. Und nun hat sich aber herausgestellt, dass genau an dem Tag ein Konzert bzw. so ein Dorfrockkonzert da ist, wo sie lieber hingehen würde. Ich werde natürlich den Teufel tun. Jeder kennt mich. Oder meine Community kennt mich und sagen, hey, komm, gehen wir aber mit mir dahin, weil Stefan Raab, das ist nur einmalig und ne, hat dreimal so viel gekostet und, und. Ich will nämlich dann da nicht sitzen mit ihr, wenn sie da gar nicht hin will. Und so bin ich halt und deswegen muss ich jetzt die auch loswerden. Jetzt habe ich 5 Karten. Die anderen 3 Karten waren, weil ich immer was kaufen musste. Weil 2 Karten konnte man nicht kaufen, waren immer ausverkauft. Eine konnte man kaufen, dann habe ich ein paar gekauft, dachte, man kann die ja eintauschen, man kann gucken, dass man einen in der Nähe kriegt und so. Und jedenfalls dadurch, dass ich das immer wieder kaufen und dingsen musste, hatte ich am Ende 3 Karten, die ich loswerden musste und 2, die dicht oder die nebeneinander sind. Und das Problem ist ja jetzt, die 3 Karten wurde ich oder werde ich jetzt schon mal gar nicht los, weil irgendwie scheint keiner die haben zu wollen, weil ich dachte noch, die wirst du ja wieder los, ne? Sofort ausverkauft gewesen, die wirst du wohl wieder los und wenn dann entweder mit Verlust oder plus minus null oder sogar vielleicht Gewinn, aber irgendwie wird man die nicht los. Und jetzt habe ich 2 Karten, die nebeneinander sind und muss die auch loswerden. Das heißt, ich muss 5 Karten loswerden. Alle Karten sind inklusive Ticketversicherung. Ich habe, glaube ich, knapp 600 € oder so jetzt dafür ausgegeben. Und das ganze Ding ist ausverkauft. Und das Problem ist, ich hätte gerne, wenn, plus minus null wieder. Wenn nicht sogar mit Verlust, ist auch egal. Hauptsache 500, 600 € sind nämlich eine Menge Kohle für Hochzeit, ne? Also wir wollen jetzt ja heiraten und das könnte ich sehr schön dafür gebrauchen. Und ja, Corona hat schon gesagt, ich könnte vielleicht ja selber hingehen mit einem Freund, aber ich habe keine Freunde, klingt natürlich traurig, aber Internetfreunde und so, aber nicht real life. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr hindern. Ich habe das nur ihr zuliebe gemacht. Und ja, sie will da halt nicht hin und deswegen hat sie es jetzt ganz erledigt. Aber ich möchte gerne jetzt ungern auf 5 Karten sitzen bleiben. Ihr kennt das eBay da, ne? Im Moment alles überschwemmt damit, eBay Kleinanzeigen damit überschwemmt und Co. Deswegen sieht es da schwer aus. Sie sind auch real, weil sie auch auf der Original-Ticketverkaufsseite, wo ich die gekauft habe, auch als Fan-Sale quasi drin sind. Da kann man sie nur mit dem Strichcode der Karte quasi einscannen und dann kann man die da verkaufen. Daran seht ihr, dass sie real sind. Habe auch natürlich alle Beweise, alle hier, wie nennt man das, Rechnungen, Bestelldings und Fotos. Ich habe die Karten hier im Schrank und ja, also vielleicht gibt es ja jemanden, der eine Karte kaufen wollen würde. Auch ich gehe auch gerne runter, dass die quasi auch mit Verlust verkauft werden. Vielleicht will jemand 2 Karten, die nebeneinander sind. Vielleicht will jemand 2 Karten, die nebeneinander sind und noch eine Karte, die er dann selbst irgendwie verkaufen oder tauschen kann mit jemandem, damit dann 3 Leute nebeneinander sind. Vielleicht möchte jemand alle 5 haben und sie verlosen, verschenken an seine Community oder so und mir und meiner Verlobten oder meiner Verlobten und mir quasi einen Gefallen tun und wenigstens irgendwie 3 Viertel von dem Betrag wiedergeben dadurch und weiß ich nicht. Also vielleicht kennt ja jemand, der jemanden kennt, vielleicht hat jemand Kontakt zu irgendeinem größeren Influencer, jemanden, der Stefan Raab-Fan ist, vielleicht hat jemand, der in der Nähe von Stefan Raabs Leuten ist oder Knossi, Monte oder sonst irgendein großer
der da vielleicht auch hingeht oder so und dann sagen kann, wenn er da ist und einen Livestream macht, hier, wir haben sogar noch 5 Karten, dann machen wir da Leute glücklich. Ich meine, weiß ich nicht, dann macht er ja auch noch Gewinn, indem er da Leute glücklich macht, Zuschauer, Spenden oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, am Ende werden die dann ja Gewinn haben und ich habe wenigstens ein paar Euro wieder. Also vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen, der mich weiterempfehlen könnte, der dieses Video vielleicht irgendwo weiterteilt oder der da drunter Hashtag oder Ad Montana Black, Ad Knossi oder sonst was macht. Es ist, wie gesagt, erst im September, aber trotzdem bin ich schon fast am Verzweifeln und habe richtig schlechte Nächte, weil ich Angst habe, dass ich 500, 600 € Minus habe. Und ich möchte ja gerne heiraten und so weiter. Das kann man sehr gut gebrauchen. Also mir ist auch egal, ob da jetzt Hater irgendwie was zu dem Video sagen. Ja, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der einen Tipp hat, wie, wo, was man machen könnte oder sonst was. Besten Dank fürs Zuschauen.